Das finde ich absolut mega. Sowas habe ich noch nie in einer Beautybox gehabt. B08 Magic Wand. Also kleiner Zauberstab. Das ist richtig hart. Ist das Veilchen? Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch wieder ein Unboxing und zwar von der brandneuen Limited Edition von Glossybox. Und zwar ist das die Summer Bag 2022. Ich bin so gespannt, was da für Produkte drin sind. Alleine schon mal, dass es in so einer tollen Tasche kommt, finde ich richtig cool. Der Wert soll über 140 Euro sein. Und wenn ihr jetzt Lust habt zu sehen, was das konkret für Produkte sind, und ihr auch eine Box oder eine Bag gewinnen wollt, dann bleibt dran. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. So ihr Lieben, der Verkaufsstart, der geht los am 15.07. um 10 Uhr für Glossies und 12 Uhr für alle anderen. Diese Bag kostet 45 Euro regulär. Wenn ihr ein Abonnent von der Glossybox seid, zahlt ihr nur 35 Euro, also 10 Euro weniger. Und ihr könnt auch mit meinem Code FRANKALIMITED auch 10 Euro sparen, wenn ihr kein Abo bei Glossybox habt. Das heißt, dann zahlt ihr auch nur 35 Euro. Darunter geht der Preis allerdings nicht. Ich finde, es ist trotzdem ein sehr, sehr cooles Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn der Wert über 140 Euro ist. Hier sind, glaube ich, 12 Produkte drin. Ich zeige euch gleich alles ganz in Ruhe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Und wenn ihr dann so eine Bag gewinnen wollt, schreibt mir doch einfach, welches Produkt hat euch am besten gefallen. Und dann wandert ihr da mit diesem Kommentar direkt in den Lostopf. Und wenn ihr generell solche Videos nicht mehr verpassen wollt, würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und mir auch ein Däumchen nach oben gebt. Also ihr Lieben, dann starten wir jetzt. Los geht's. Alleine diese Tasche ist schon richtig cool. Die kann man auf jeden Fall super wiederverwenden, wenn man in den Sommerurlaub fährt. Einfach als Kosmetiktasche. Hier sind solche Clip- bzw. Klettverschlüsse. Ja, die kommt auch etwas flacher in einem ganz normalen, regulären Paket, so groß wie die Glossybox auch immer ist. Die kann man also wirklich ein bisschen platt drücken, ist dann auch für einen Koffer natürlich super. Die alleine hat schon einen Wert von 23,95 Euro. Die ist designed mit Flatlay Co. London. Und ich zeige euch jetzt mal, was da drin ist. Also sehr schönes sommerliches Design. Und die Produkte sollen auch ziemlich cool sein. Wow, das ist ja geil. Dadurch, dass das so Klettverschlüsse sind, kann man die Tasche richtig flach hinlegen. Das finde ich super. Vor allen Dingen, wenn man da Make-up drin hat, kann man dann wirklich direkt seine ganzen Produkte sehen. Das hängt nicht alles so tief in so einer großen Tasche drin, sondern das finde ich sehr, sehr genial vom Design. Und das werde ich auf jeden Fall mit in den Urlaub nehmen. Das finde ich super. So, dann machen wir das Ganze mal richtig auf. Und ja, also wenn man es richtig öffnet, guck mal, das geht wirklich sehr weit zu öffnen. Und hier drin ist auch noch ein Reißverschluss. Also vom Design her finde ich die Tasche schon mal mega, muss ich echt sagen. So, dann haben wir hier als erstes wahrscheinlich einen Pinsel von Spektrum. Glowful heißt der. Das ist der B08 Magic Wand. Also ein kleiner Zauberstab. Wir schauen mal rein, wie der aussieht. Aber Spektrum ist mir schon ein Begriff. Das ist doch eigentlich so eine Pinselmarke. Wow, das sieht ja echt cool aus. Das sieht wirklich aus wie so ein kleiner Zauberstab. Und mal gucken, wie er sich anfühlt. Ja, sehr, sehr weich. Wahrscheinlich richtig cool geeignet, um Highlighter aufzutragen. Finde ich schon mal sehr, sehr schön als erstes Produkt. Vor allen Dingen fühlt er sich sehr wertig an. Ist garantiert vegan und aus synthetischen Borsten. Aber sehr, sehr weich, sehr angenehm. Mal gucken, ob wir vielleicht auch ein Produkt drin haben, was wir damit verwenden können. Ja, tatsächlich. Und zwar ist hier von Planet Revolution Clean Evolution Beauty eine Ocean Face Palette drin. Das sieht doch so aus, als ob man das vielleicht mit dem Pinsel verwenden kann. Übrigens, hier ist kein Heft mit dabei, sondern wieder so ein digitales Magazin. Das könnt ihr euch hier einfach einscannen. Ich blende euch ja eh die Preise ein und erkläre euch auch die Produkte, aber ich habe mir das jetzt gerade mal aufs Handy gezogen, damit ich auch gleich mal nachschauen kann, was das denn für Sachen sind und auch was die kosten. Dieser Pinsel alleine hat schon einen Wert von 12 Euro und diese Palette von 11,70 Euro. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Sieht auf jeden Fall erstmal so sehr natürlich aus. Und hier haben wir ein richtig schönes Ocean Design. Das finde ich auch sehr schön. Wow, okay, krass. Das ist eine Hardcore-Highlighter-Palette. Das ist sehr heftig. Das schimmert extrem. Das ist voll genial. Ach du lieber Gott. Ich weiß gar nicht, ob mir das nicht jetzt sogar ein bisschen zu intensiv ist. Aber ich swatche es erstmal für euch. Und dann trage ich es mir vielleicht auch auf.
Auf den ersten Blick denkt man ja schön, Highlighter, Blush und Bronzer, aber das ist alles sehr schimmrig. Also wir gucken mal. Wow, okay. Ja, ich meine, für den Sommer ist es natürlich schon nicht schlecht, ne? Guck mal hier. Okay. Das ist hart. Das ist richtig hart. Also wahrscheinlich auch richtig cool als Lidschatten, ne? Würde ich jetzt eher sagen. Ich könnte ja mal versuchen, mir ein bisschen was von dieser Farbe hier als Highlighter aufzutragen. Vielleicht ist es auch eine Lidschattenpalette. Ne, hier steht drauf, es ist eine Facepalette. Okay, also tragen wir es doch mal im Gesicht auf. Ich hoffe, wird kein Fehler sein. Wir testen das. Ich bin mutig. Und ich mache das auch direkt mal mit diesem Pinsel. Und natürlich gehe ich nicht so krass rein, wie jetzt hier bei diesen Swatches, weil das sieht aus wie ein krasser, pigmentierter Lidschatten, muss ich ehrlich sagen. Sondern ich gehe mal ganz sanft hier rein. Nur ein bisschen. Nehme wirklich nur so ein paar Pigmente auf. Und trage mir das ganz vorsichtig hier auf. Oh, das geht aber gut. Also wenn man es nicht übertreibt, ist das kein Problem. Ich habe jetzt leider etwas Pickelchen, so ein bisschen hormonell bedingt. Bisher war meine Haut total gut und jetzt auf einmal fängt das wieder an. Das ist bei mir immer jedes Mal im Monat, dass ich einmal so eine Haut bekomme und dann klärt sich das wieder. Also insofern, man darf sich auch nicht so verrückt machen. Deswegen werde ich auf gar keinen Fall auf Highlighter verzichten. Und ich werde auch mal diesen, ja, rosanen Ton vielleicht mal auf die Wangen geben. Mit der anderen Seite. Das ist sehr krass pigmentiert. Vielleicht mal umzuschauen, ob das wirklich sehr stark ist oder. Ja, man kann es dezent auftragen, ne? Man kann es schon dezent auftragen. Wow, das ist aber echt cool, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Sehr, sehr geil. Also, bisher gefällt es mir sehr, sehr gut. Ich trage mir das jetzt auch nochmal auf der anderen Seite auf. Und diesen Ton auch nochmal hier so quasi als Highlight. Ja, also das kann man auf jeden Fall verwenden. Es ist gar nicht so extrem, wie man es jetzt hier auf der Hand sieht. Also wenn man das dezenter verwendet, geht das. Und man kann es natürlich auch noch zusätzlich als Lidschatten verwenden. Also sehr cool, ne? Da haben wir schon mal ein bisschen Beauty drin und vor allen Dingen auch Sachen, die noch nicht in der Box drin waren. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich probiere sogar auch mal den dunklen Ton aus. Warum eigentlich nicht? Den sieht man extrem wahrscheinlich. Ich trage mir den mal hier hinten auf, wie so als Bronzer. Ja, okay, das war vielleicht jetzt ein bisschen arg doll. Vielleicht noch ein bisschen ausblenden. Ich war so begeistert und habe natürlich gleich wieder übertrieben. Ja, aber ich glaube, so fürs Video, so schlimm sieht es gar nicht aus. Sehr gut. Also, wir lassen das jetzt erstmal. Und ich mache direkt mal weiter mit dem nächsten Produkt. Und zwar habe ich hier eine Wimperntusche von Catrice, die Lift Up. Volume Lift Mascara in Waterproof. Sowas können wir ja immer gut gebrauchen und ich finde es auch super, dass sie solche Marken aus der Drogerie reinpacken, die man dann auch nachkaufen kann, wenn sie einem gefallen. Und hier steht drauf, dass es sich wohl sehr leicht entfernen lässt, obwohl sie wasserfest ist. Das hört sich super an, weil damit habe ich schon so meine Probleme, wasserfeste Wimperntusche zu entfernen. So sieht das Bürstchen aus. Sieht auch sehr vielversprechend aus. Also die werde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Ich habe jetzt Fake Lashes drauf, so Dreiviertel Wimpern. Deswegen macht es jetzt keinen Sinn, das jetzt zu probieren. Aber das werde ich gerne ausprobieren. Dann haben wir einen Duft dabei. Sowas finde ich auch immer mega, wenn Parfum drin ist. Und zwar von Juniper Lane Parfums. Moonflower nennt der sich. Und diese Juniper Lane Parfums, die sind ja 100% natürlich. Also die haben ganz natürliche Inhaltsstoffe. Aber letztendlich kommt es auch auf den Duft drauf an. Der muss mir natürlich gefallen. Und deswegen teste ich das mal für euch. So sieht das aus. Oh, das könnte sehr gut riechen. Ich sprühe es mir mal auf ein Tuch auf. Oh, der riecht richtig gut. Ist das Veilchen? Was ist das denn? Ja, das ist Veilchen. Almond, Violet and Sandalwood. Das riecht total angenehm. Das riecht so ein bisschen nach so Bonbons. Ganz, ganz gut, so Zuckerperlen-Bonbons, so von früher. So einen leichten Vibe bekomme ich. Richtig schön. Also das ist ein richtig schöner Duft, so für den Alltag. Und wenn er dann auch noch so natürlich ist, finde ich ganz, ganz toll, werde ich sehr gerne verwenden. So, dann machen wir direkt mal weiter. Und zwar habe ich hier von Lancaster eine Sonnenschutzmilch mit Lichtschutzfaktor 15 für den Körper mit UVA und UVB Protection. Das ist immer super wichtig. Lichtschutzfaktor 15 ist zwar ein bisschen wenig, aber ich sag mal, gegen Ende des Sommers, wenn ich eh schon ein bisschen Farbe habe, gehe ich meistens auch ein bisschen runter vom Lichtschutzfaktor. Und vor allen Dingen auch, wenn man nicht die ganze Zeit ewig lange draußen ist, dann finde ich, reicht es auch. Ich mag total gerne diesen Lancaster-Duft. Der ist so wirklich so richtig klassisch. Die Marke gibt es schon ewig. Und es soll zusätzlich auch noch ocean-friendly sein. Anscheinend haben die da irgendwas neu formuliert. Finde
finde ich richtig toll, werde ich sehr gerne verwenden. Dann haben wir hier etwas, das finde ich absolut mega. Sowas habe ich noch nie in einer Beautybox gehabt. Und zwar von Earth Harbor, ein Sunstone Hair Revive Elixier mit Algen und Jasmin. Und dieses Elixier ist wohl komplett pflanzlich, also vegan, nicht an Tieren getestet, Fairtrade, mit ganz vielen guten natürlichen Inhaltsstoffen. Und das ist ein Öl fürs Haar, was ihr euch vor dem Shampoonieren auftragen könnt. Und das ist ein Haaröl, was eure Haare reparieren soll. Und zwar nicht hinterher, dass man quasi einfach so ein bisschen Leuchtkraft und so ins Haar gibt, sondern das soll man tatsächlich vor dem Shampoonieren auftragen und dann wieder abwaschen. Man kann es auch als Kopfhautbehandlung verwenden, dass man 5 bis 10 Tropfen auf die Kopfhaut für 3 Minuten einmassiert und dann kann man es auswaschen oder sogar auch drin lassen. Wahrscheinlich je nachdem, ob ihr fettige Haare habt oder eher total trockene Haare, kann man einfach mal ausprobieren, ein bisschen experimentieren damit. Oder man macht es in die kompletten Haare rein, lässt es 10 Minuten einwirken und spült es sich dann aus. Also sowas finde ich mega spannend und das werde ich auf jeden Fall sehr gerne mal ausprobieren. Ich schaue mir das mal an, wie sieht das aus. Das ist ein Öl mit einer ganz normalen Pipette. Ich werde jetzt hier trotzdem aber mal kurz dran riechen, ob das jetzt auch nach Jasmin riecht. Man kann es sich ja auch auf die Kopfhaut geben, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich es mir auch auf die Hand auftragen kann. So sieht das aus. Das ist ein ganz klassisches Öl. Oh ja, das riecht super. Oh, das riecht so gut, dass ich das eigentlich gerne als Pflegeöl verwenden würde. Also ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren, gerade für die Längen, um die Haare einfach richtig so zu pflegen. Und wenn ich es mir dann ausspüle, müsste es ja eigentlich auch ganz gut funktionieren mit Algen. Und das ist ja auf jeden Fall auch sehr, sehr gut für alles Kopf, Haut und Haar. Und ja, das werde ich mal testen. Sehr gut, sehr gut. Also wirklich mal was komplett anderes soll. Die Haare, Kopfhaut komplett pflegen. Algen wird das ja auch nachgesagt. Kokosnuss ist da auch noch drin. Sehr, sehr interessant. Werde ich auf jeden Fall austesten und euch dann auch mal updaten, wenn mir das auch richtig gut gefallen hat oder welche Erfahrungen ich gemacht habe. Ne? So, als nächstes haben wir von Grace und Stella ein Natural Eyelash Growth Serum. Also ein Wimpernwachstumsserum, was natürlich sein soll. Das finde ich natürlich mega. Anscheinend sind da keine Hormone drin. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem mit den Wimpernwachstumsserien, wobei sie dadurch natürlich auch funktionieren. Aber man hat halt gegebenenfalls Probleme mit Nebenwirkungen. Deswegen muss man da wirklich immer ein bisschen aufpassen. Und hier sind anscheinend nur natürliche Inhaltsstoffe drin. Das finde ich natürlich super. The only drama I enjoy is my lashes. Natural Eyelash Growth Serum. Also ich gehe einfach mal davon aus, ich sehe hier roten Ginseng-Extrakt. Und wahrscheinlich ist das die natürliche Zutat, die das Wimpernwachstum beschleunigen soll. Und natürliche Vitamine, Extrakte und nährende Peptide, die boosten jedes Härchen und stärken es schon in der Wurzel für ein volleres, dichteres und längeres Resultat nach 30 bis 60 Tagen Anwendung. Auch für Augenbrauen geeignet. Okay, also das kann man auf jeden Fall super auch mal auch für die Augenbrauen ausprobieren und das werde ich sehr gerne testen. Als nächstes haben wir hier eine kleine Gesichtsmaske drin für Gesicht und Dekolleté von Hey Organic und zwar ist das eine marokkanische Tonerdemaske. Die ist ja dafür bekannt, dass es so die Haut auch super reinigen soll. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Hat man einfach eine kleine Größe mal zum Probieren. Finde ich super. Als nächstes habe ich hier ein Natural Glowing Skin Face Mist von Saint-Tropez. Und zwar ist das ein Bronzing Water Face Spray. Und ich habe hier gerade drin gelesen, dass man sich das wohl auch über Make-up aufsprühen kann. Ehrlich gesagt würde ich das wahrscheinlich nicht machen, sondern eher, wenn ich abgeschminkt bin, man kann es auch als Primer Water verwenden. Also, dass man quasi nach der Hautpflege zum Beispiel sich dann dieses Spray aufsprüht. Und es soll wohl nach tropischen Blüten und Früchten riechen. Oder soll ich das vielleicht doch mal ausprobieren? Vielleicht mal auf die Hand, ja? Komm, ich bin mutig, dann wasche ich mir die Hand danach, aber dann können wir das schon mal riechen, weil ich mag ja so Selbstbräunergeruch überhaupt nicht. Oh, das ist wirklich sehr, sehr fein. Oh, das riecht total gut. Wow! Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielleicht nicht, wenn ich Klamotten anhabe, aber also der Geruch ist der Hammer. Das riecht total fruchtig, frisch. Mega genial. Und wenn das jetzt so ganz leicht bräunt, ganz ehrlich, dann finde ich das natürlich schon cool. Vor allen Dingen, weil es extrem lecker riecht. Also das werde ich
direkt mal heute Abend nach dem Abschminken ausprobieren. Freue ich mich schon drauf. Das finde ich richtig cool vom Geruch. Dann haben wir hier als nächstes ein Wild Rose Beauty Balm drin von Neal's Yard Remedies. One Pot Wonder Certified Organic steht hier drauf. Das heißt, es wird wahrscheinlich so Naturkosmetik sein. Ich mache das mal auf und schaue mir das mal an. Das riecht so nach ganz natürlichen ätherischen Inhaltsstoffen. Und das ist wohl ein Balsam, was man für ganz viele unterschiedliche Zwecke verwenden kann. Hier kommt dein neuer Beauty-Liebling. Dieses preisgekrönte Wildrosen-Schönheitsbaum ist ein echter Allrounder. Antioxidatives Bio-Hagebuttenöl plus ätherische Öle aus Bio-Geranie und Patchouli nähren deine Haut, wirken ausgleichend und bringen deinen Teint zum Strahlen. Man kann es wohl als Peeling anwenden, als Pflege, als Allrounder. Man kann es auf die Augenbrauen geben. Man kann es auf die Lippen geben für den Glow, also für alles Mögliche. Ich trage mir das jetzt einfach nur mal kurz ein bisschen hier auf den Handrücken auf. Also es ist halt so ganz leichtes Balm. Ja, das muss ich einfach mal ausprobieren. Wahrscheinlich auch so für die Nagelhaut. Das ist einfach so ein nährendes, pflegendes Balsam. Und das werde ich auf jeden Fall gut gebrauchen können. Auch alleine für die Handtasche ist sowas immer ganz gut, ne? Wenn man irgendwo eine trockene Stelle hat oder man braucht eine Lippenpflege, man kann es dann für alles verwenden. Das kann ja nicht schaden. Dann haben wir hier auch ein Handgel dabei. Und zwar von Bubble Tea. Und die Sachen von Bubble Tea, die riechen meistens richtig gut. Das ist in der Richtung Lemon. Und hier steht auch Don't Drink Me. Wahrscheinlich wird es dann eine süße Zitrone sein. Ich probiere es mal eben aus. Ich finde auch manche Gele, ne, die riechen so extrem nach Alkohol erstmal. Manche riechen richtig angenehm und so. Und ich finde es schon auch cool, wenn man so ein angenehm duftendes Handreinigungsgel hat, weil ich benutze das nach wie vor noch sehr, sehr viel. Das riecht auch erstmal nach Alkohol, muss ich sagen. Und dann wird wahrscheinlich der Zitronenduft bleiben. Ja, aber ganz dezent. Nicht so extrem und auch nicht so süß. Also einfach ein ganz klassisches Handreinigungsgel. Warum nicht? Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Insofern ist das schon okay. So, und zu guter Letzt haben wir noch ein richtiges Hammerprodukt. Und zwar von Barbour. Ein Lip Color Stick in der Farbe We Love Coral habe ich den hier. Ich habe aber in dem Heft gesehen, dass es wohl unterschiedliche Farben gibt. Und zwar gibt es 4 unterschiedliche Farben. Es gibt Peach Lemonade, also auch ein Pfirsichton. We Love Coral, den habe ich jetzt hier. Juicy Red und Pink Velvet. Die sehen aber alle von der Farbnote recht ähnlich aus. Also hier ist jetzt kein lilaner Lippenstift dabei oder so, den man vielleicht jetzt eher nicht so häufig trägt, sondern alles sehr tragbare Farben. Dazu steht Sommer für den Kussmund. Bitteschön, diese Lipsticks machen einfach Spaß, egal ob in sommerlichen Peach, sattem Korall, mattem Mauve oder fruchtig-transparenten Rosé-Rot-Ton. Die sind cremig und geben gute Laune, kosten jeweils 18,90 Euro. So sieht meiner aus, We Love Coral. Und den werde ich mir jetzt direkt mal auftragen. Dann machen wir das Ganze mal auf. Das ist so ein richtig schöner Stick. Sowas mag ich total gerne, weil das super quick and easy ist. Super schöne Farbe. We Love Coral heißt die. Der ist ganz, ganz geschmeidig. Das ist ein richtig schöner Frühlings-Sommerton. Schön glänzend. Ist nicht irgendwie, dass es so Lippenfältchen betont, sondern ist sehr, sehr angenehm und geschmeidig auf den Lippen. Sieht total frisch aus. Also gefällt mir mega gut. Vor allen Dingen hat man da auch kein Problem, wenn sich das ein bisschen abträgt. Dann kann man den in die Handtasche schmeißen, auch ohne Spiegel, einfach schön nochmal nachtragen. Ist ja überhaupt kein Problem. Ist eher mehr wie so ein pflegendes Lippenbalsam. Also gefällt mir total. Und ich denke auch die anderen Farben, auch wenn das in einem Rot ist, es ist nicht so extrem pigmentiert, dass man dann einen knallroten Lippenstift hat, sondern man hat einfach so einen Hauch Frische im Gesicht und sowas mag ich sehr gerne. Also summa summarum ist das eine richtig coole Box für den Preis. Für 35 Euro kann man echt nicht meckern. Ich fasse nochmal gerade zusammen und blende euch dann den Gesamtwert ein. Also ihr bekommt ja auf jeden Fall diese schicke Tasche mit. So groß ist die, guck mal, im Verhältnis zu meinem Gesicht. Es ist wirklich eine Riesentasche, die auch ganz flach liegen kann. Das finde ich richtig gut. Und wenn ihr die dann zumacht, könnt ihr sie auch, ja, wie auch immer, sehr flexibel in euren Koffer packen oder auch in eurem Bad verstauen. Ne? Also das finde ich sehr gut. Die hat allein einen Wert von 23,95 Euro. Sieht super schön und hochwertig aus. Werde ich gerne verwenden. So, und dann kommen wir zu den Produkten. Wir haben hier einmal diesen Wildrosen Beauty Balm drin. Dann haben wir den Lippenstift von Barbour mit unterschiedlichen Farben. Dann haben wir dieses super coole Hair Revive Elixier mit Seaweed und Jasmine.
was eure Haare nähren soll, pflegen soll, für die Kopfhaut, für die Haarlängen, vor dem Shampoonieren verwenden. Finde ich mega, werde ich echt gerne mal testen. Dann haben wir eine Gesichts- und Dekolleté-Maske von Hey Organic. Dann haben wir die coole Face-Palette hier von Revolution, die wirklich sehr schön glitzerig ist. Ich habe sie ja aufgetragen. Ich finde, man kann die gut im Gesicht tragen, aber wahrscheinlich auch sehr gut auf den Augen verwenden. Mit dazu kommt auch ein schöner Pinsel, ein Magic Wand. Damit könnt ihr das auftragen. Dann gibt es ein Wimpernwachstumsserum, was man auch für die Augenbrauen verwenden kann, von Stella & Grace. Und das soll vor allen Dingen auch ein bisschen natürlicher sein. Hier ist so ein Ginseng-Extrakt drin. Das gefällt mir sehr gut. Dann haben wir eine Wimperntusche mit dabei von Catrice. Die ist wasserfest und trotzdem soll man sie leicht abbekommen. Finde ich sehr, sehr spannend. Dann haben wir dieses super gut riechende Saint-Tropez Wasser, Gesichtswasser mit dabei, was die Haut nach und nach bräunen soll und extrem lecker duftet. Dann haben wir ein SPF 15 für den Körper als Sonnenmilch mit dabei. Ein Handreinigungsgel von Bubble Tea. Und zu guter Letzt als 12. Produkt auch noch dieses schöne Parfum von Juniper Lane, das Moonflower Parfum. Das riecht so nach Veilchen, Sandelholz, Mandel. Ganz, ganz angenehm, ganz schöner Wohlfühlduft mit ganz natürlichen Inhaltsstoffen. Also das gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. So, und diese ganze Box hat einen Wert, ich habe gelesen, von 140 Euro. Ich blende ihn euch einfach mal hier ein. Ich rechne das natürlich nochmal aus. Wahrscheinlich auch in Verbindung mit dieser Tasche kommt dann dieser Wert auch zustande. Und wenn ihr sie euch kaufen wollt, diese Summer Bag von Glossy Box, das ist eine Limited Edition, dann zahlt ihr 35 Euro, wenn ihr ein Glossy Box Abonnent seid. Der Link dazu ist in der Infobox. Verkaufsstart geht los am 15.07. um 10 Uhr. Und wenn ihr kein Abo bei Glossybox habt, nutzt gerne meinen Code FRANKALIMITED. Damit spart ihr 10 Euro und ihr zahlt dann auch nur 35 Euro. Probiert mal ein bisschen vor 12. Manchmal geht das nämlich auch schon ein bisschen früher. Ansonsten ist der offizielle Verkaufsstart 12 Uhr am 15.07. Okay, ihr Süßen, ich drücke euch die Däumchen für die Verlosung. Das gibt es natürlich auch noch. Schreibt mir einfach, welches Produkt ihr besonders spannend gefunden habt. Dann wandert ihr in den Lostopf. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch nächstes Mal wiedersehe hier in den Kommentaren. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hier gibt es zwei meiner letzten Videos. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.